In der letzten Folge, in der letzten Minute, ist mir anscheinend das Audio weggeglitscht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe ingame nichts mehr gehört, habe dann die Aufnahme gestoppt. Und nachdem ich ingame nichts mehr gehört habe, habe bei der Aufnahme komischerweise waren nur noch Ingame-Geräusche da, aber keine Voice-Geräusche, keine Sprachaufnahme von mir mehr. Was ziemlich eigen ist, ziemlich eigen. Aber ich habe zwischendurch öfters mal irgendwelche komischen Aufnahmeprobleme, meistens selber von mir verursacht, weil ich die falsche Auflösung, Resolution von benutze vom Video. Hey, da ist noch jemand, aber die sind eingefroren. Sieht aus, als wären es Packs. Packs? Was hatten die denn hier draußen verloren? Vielleicht haben sie denselben Ort gesucht wie wir. Deswegen meistens. Aber ich hatte auch schon ungewisse Audioprobleme, wo sich zwischendurch einfach mal mein Audio-Device von selbst umgestellt hat, was ganz cool ist. Wie haben wir das denn geschafft? Das, meine Damen und Herren, ist moderne Kunst. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aber wir kommen hier in mehrere Fights gleich hinein, die eigentlich eh cooler sind, alle miteinander. Bis auf die Moskitos. Wie alte Berichte aus? Ist auf das Geschütze. Jetzt habe ich mir noch einen Lebenspunkt eingestellt. Oh, ich darf nicht zurückgehen. Und so lange kann man sich wieder. Ich habe wieder irgendein komisches Geräusch gehört. Was war das? Und ein Vogel. Vogel war es nicht. Ich stehe gerade wieder ohne Headset. Verdammt, ist das Tode geschwitzt. Die Waffe kann auch was mit mir beim Monster sehr hilfreich bleiben. Und die kann man eh nicht so leicht besiegen, wenn die zu nahe kommen. Obwohl das Repetiergewehr ist eh auch auf kurze Distanz gut. Ah, tschüss. Der Moskito scheint ein bisschen stecken geblieben zu sein da drüben. Ja, wieder zurück zu dem Gewehr. Wenn die Monster zu mich her pushen, wo bist du vorgestanden? Landen darfst du jetzt. Ja, macht er auch. Was für ein guter Vogel. Wenn ungenau sind die Granaten. Das ist mir aufgefallen. Weg mit dem Ding da. Wirft Schneebälle. Wie kann man nur? Das ist total unhöflich. Das braucht keiner. Da in dieser Map habe ich meine zwei besten Waffen bekommen. Zweimal gute Goldloot. Scheiße. Mit drei Effekten. Apokalypse-Tier. Mal schauen, ob wir da auch was Gutes bekommen. Ich weiß, dass ich da mal ein bisschen umstellen muss dann wieder. Und auf jeden Fall mehr ins Leben stecken. Verdammt. Da gehe ich schnell ein. So, Gefriergeschütz. Gefriergeschütz. Warum nicht? Ach, das schaut ganz falsch aus wieder. Zwischendurch merkt man, dass die meiste Ausrüstung für Männer ja und männliche Körper geschaffen worden sind. Okay. Kettenbruch. Ausweichrollen machen wir fast nie. Wie hoch ist der Levelunterschied? Nicht sehr hoch. Blau. Weg mit Blau. Braucht keiner. Neue Stiefel. Gefriergeschütz. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das passt gerade so circa zusammen. Mein Leben ist nicht mehr voll. Das war's. Das war alles. Ah, hier kommen wieder Fights. Ich erinnere mich. Die nächsten Fights werden vielleicht eher ein bisschen zart für mich.
Das ist einfach. Doch, das macht guten Schaden. Ich darf die Tücher nur nicht näher kommen lassen. Und keinen Schuss verfehlen. Ja. Da rechts drüben war nichts. Hier unten drinnen ist Loot. Automatisch gewechselt. Aber automatisch. Okay. Yep, hier oben war nichts. Circa, ich meine, ich habe es vor 2 Tagen durchgespielt, glaube ich. Das meiste am ersten Tag mit so vielen Glitches, nicht Glitches, Connection, Error, Messages, was mich rausgehaut hat und das Spiel auch mal gefrozen ist. Blau. Geht. Die braucht keiner, die blaue Loot. Ah. Violett, das braucht die Frau hier. Oh boy. Ich bin jetzt schon in der Ecke. Oh boy. Oh boy. Raus hier, raus hier. Schön Abstand halten. Der Wurfarm, ich glaube, das werde ich auch in Zukunft austauschen. Oh boy. Ich hasse euch, ich hasse euch. Oh, verdammt. Ja, der Fight wird zart. Okay, schon. Sie ist sehr gut für menschliche Gegner. Oh, der Wurfarm von ihr. So lächerlich. Oh. Ich muss Kitos auf jeden Fall mehr loswerden. Dieses Ding und dieses Ding. Ich bin nicht runter. Dumps. Schlecht für mich gerade. Ein Grenade. Ich bin nicht runter. Ja, Monsterfights sind das Trickster auf jeden Fall viel cooler. Ich glaube, da brauche ich meine Kältefähigkeit fast noch am meisten. Die Monster dann, wenn die zu nahe kommen. Das Gute muss weg. Wow. Ich bin direkt getroffen. Ich glaube fast. Ein bisschen Distanz gewonnen. Tschüss, Asche. Nicht cool, nicht cool. Der Dieb natürlich wieder. Okay, was haben wir hier? Moskito. Ich bin direkt treffen, bitte. Nein. Irgendwo hin. Ja, ja, der Wurfarm. Der ist ein Problem jetzt schon. Mit dem macht man mir keine Freude. Ich bin auf dem Wurfarm, der irgendwo hingeht. Dann, Moskito. Schaut euch diese Ausweichmanövers an. Ich bin nicht. Ich bin jetzt wirklich den mal. Okay. Asche. Kein Arming Aschinger. Ach, verdammt, du. Lass mich fern. Faster. Verdammte Granatenwurf. Nein, Granate muss weg. Granate muss weg, auf jeden Fall. Dann gar nicht für Monster. Geh mal ich.
Band, was ist, wenn er das macht. Was? Ah, oh, sind wieder Moskitos da. Oh boy, yep. Verdammte Moskitos. Ich hasse sie, ich hasse sie. Geht der Charm runter. Ich hab sogar die Ausrichtsrolle hinbekommen. Thank you. Granatenwurf. Die Reichweite. Ich hab von dem nicht geworfen. Oh boy. Okay, wieder die andere Waffe. Diesmal nicht. Ah. Gleich upgraden. Ah, tut glaube ich hier schon automatisch jetzt. Ah, die Belohnung kriege ich nicht. Automatisch. Oh boy. Schau. Kriegen wir gleich eine Zweihandwaffe. Zweihandwaffe? Nahkampfwaffe dazu. Ich habe gerade zwei Apokalypsenränge bekommen. Nein. Oder? Bin ich verwirrt, verdammt. Ja, mit der Loot einfach. Und dann nochmal durchschauen, was wir für einen Dreck bekommen haben. Viel Blaues. Da unten ist noch eine Kiste irgendwo. Ja. Die gönnen wir uns zuerst. Und die Aussicht auch. Die wird auch gegönnt. Nox Sealot. Klingt auch gut. Wasser. Da kann ich eine fette Lootrunde rennen, weil ich ja überall war. Blaues wird sofort vernichtet wieder. Und das hat kein Secret. Oh. Eisen. Es ist ein Secret. Es ist ein Wasserfall-Secret, okay? Es zählt. Kann ich nichts Schlechtes sagen jetzt. Die nächsten Fights, die werden ziemlich schwierig für mich als Technomancer. Das weiß ich jetzt schon. Da brauche ich was Gutes für Nahkampf. Ich glaube, dann werde ich mir die Kälte-Sachen wieder reinhauen, wenn ich die Chance habe. Die Kälte-Explosion. Weil die nächsten Mutanten werden sie mich pushen. Okay, alles Blau ist mal weg. Anfälligkeit. Gift haben wir eigentlich gelevelt. Also Gift wäre gar nicht so dumm. Da können wir auch mal austauschen. Ja, ist eigentlich ziemlich egal, was wir da reinhauen. Schrotsplitter, haben wir Kälteexplosion, Pestkugeln. Nehmen wir das und geben den Schrotsplitter weg. Der ist hier Schrott. Gefriergeschütz, Pestgeschütz, Lebenswelle. Ja, nein. Da kann ich eigentlich überall lassen. Kälteeinbruch haben wir hier. Ja, damit. Schrotsplitter. Also der muss weg. Festgeschütz, Gefriergeschütz, Schrotsplitter. Wo ist Kälteeinbruch? Jetzt habe ich irgendwo auch. Festkugeln, verdammt. Nein, das hat keinen Sinn, wenn ich da wechsle. Wo war das? Oder? Doch, das hat Sinn. Das hat Sinn. Wo war das? Kälteeinbruch, Gefriergeschütz und dann Pestkugeln dazu. Statt Kälteeinbruch und hoffen, dass ich nicht vermasselt auf. Anfälligkeit. Ja. Warum nicht? Warte mal, kann ich jetzt nicht die Goldwaffe benutzen? Habe ich nicht dafür schon das Level? Wo bin ich?
37, 38, verdammt. Das kann ich dann alles mal weggeben. Ein Level noch, dann können wir Gold benutzen. Gold. Und dann mal wieder in den Bunker schauen, irgendwann mal. Das wäre auch nicht so schlecht. Ja. Ja, der nächste Teil. Der wird schwierig. Ab, mehr Loot. Und die fetten Dinger im Hintergrund, die wir nicht bekämpfen dürfen, leider. Ah, blau. Noch mehr von diesen Riesenkerlen. Sie wollen in Riesenkerlen, die gleiche Richtung. Ja. Wissen Sie etwas, das wir nicht wissen? Dann kommen da wieder viele. Ja, für das Sturmgewehr zahlt sich das schon aus. Der Anomalie-Pestschaden. Wir bekommen doch noch mehr, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Nein, das war's. Krass. Was haben wir hier? Eine Robe. Ich muss dann nochmal zurück ins Lager. Mehr Ausrüstung besser herstellen und erstellen. Oh ja, der Bereich wird zart. Sind das Wegweiser? Vielleicht sind diese Packs ihnen gefolgt. Okay. Oh, Controller Disconnect. Guter Start, guter Start. Genauso gefällt mir das. Hier ist ein gewaltiges Energiefeld. Keine Ahnung, was auf der anderen Seite. Und die Aussicht hier genießen natürlich. Schau mir das mal an. Oh, das sieht gut aus. Jetzt wird es sehr stürmig. Hier drüben ist die Kuppel. Jetzt wird es dann nicht stürmig. Schauen wir mal, ob Audio alles passt. Schaut gut aus. Audio schaut gut aus. Dann können wir weitermachen. Und wir dann meine Goldwaffe holen mit dem nächsten Level up. Langsam wird's echt ungemütlich. Das Apokalypse, sind die jetzt auf der richtigen Stufe? Da kommt vor, das haben sie nicht richtig gegeben. Hm. Ja, schaut so aus, als sollte es passen. Ja, ich kenne diese Viecher, danke. Ich will nur schauen, ob hier noch Loot ist. Können wir vielleicht Geschütze werfen auf. Ah, die sind mal nicht One-Shot, das ist schon mal ein ganz schlechter Start. Und sie kommen von beiden Seiten, das ist auch nicht gut. Bestkugeln sind ziemlich gut, die sind eh so ziemlich das gleiche, was der Outrider Trickster hat. Ja, ich darf nichts nachkommen lassen. Kein Fall. Wo sind die nächsten Viecher? Ja. Und einer noch hier. Mit den letzten Kugeln. Hopp, der verdammt. Wo ist Big Boss? Die Asche kickt nicht so oft hier rein. Wo ich sage, kommt sie. Oh boy. Oh, schaut euch das an. Das ist der Schaden, von dem ich Angst habe. Okay, Abstand halten, Abstand halten. Nicht schlagen, bitte. Nein, nicht schlagen. Schütze leben noch ein bisschen. Da hinten ist der Big Boss. Ich hab ihn nicht geschossen. Ein bisschen mal angeacht. Ja, das wird auch bald mal ausgetauscht, das Sniper. Und doch im Endeffekt nicht das Beste gewesen. Okay. Krieg dich ein da mal. Und beschäftige dich mit meinen Geschützen bitte. Da hätte ich mein Gesichtsausdruck sehen müssen. Verdammt. Krieg dich ein. Unglaublich.
Unglaublich. Und auf die Tastatur gespuckt. Oh. Oh, ist das Schaden. Verdammt, war das viel Schaden. Verdammt, war das viel Schaden. Oh boy. Oh. Festgeschütz mit Gefriergeschütz. Oh. Oh, yeah. Ich muss zurück ins Lager. Ich muss zurück ins Lager. Ich muss Sachen verbessern. Hilft nichts. Boah. Verdammt, war das krass. Oh boy. Alles mal hier verschrotten. Und dann wird das verschrottet. Komm schon, lass mich verschrotten. Lass mich verschrotten. Ich werde mir meine Ausrüstung ein bisschen besser zusammenlegen müssen, wie es ausschaut. Denn jetzt ist der schwierige Teil für mich. Oh, Controller Disconnect. Also Bildi hat was Cooles. Hey, hast du was Cooles? Zeig mal. Schrotsplitter, hä? Peiniger, nein, hat sie nicht. Wo ist Dr. Saidi? Dr. Mr. Saidi. Oh, da gibt's viel zu reden anscheinend. Dass das Klima sich wegen der Anomalie-Turbulenzen ändert. Okay. Will ich meine Attribute erhöhen? Ist auch nicht so unwichtig. Oh Gott, Schaden auf lange Distanz. Was kann ich da verbessern? Oh, okay, die erste Sache. So kalt. Die erste Sache hier. Fährt sich ja den Arsch ab. Haben wir Eis hier? Schneekühe. Gift haben wir. So. Der langsame Effekt wäre auch wichtig. Verdammt. Anfälligkeit und Verlangsamen. Probieren wir es so. Dann Attribute erhöhen beim Controller. Im Scherz gerade nicht. Heilung erhalten, wichtig. Ich habe so wenig Leben. Prügelei wollte ich austauschen. Was haben wir hier noch Cooles? Das hat keinen Sinn. Das haben wir schon. Beben um mich herum wird mir nicht viel helfen. Alles, was zu nahe kommt, killt mich sowieso. Oh, das könnte helfen für später. Deckung haben wir hier gar nicht. Verbrennung. Oh, Asche haben wir auch nicht mehr im Inventar. Also das hier. Nein. Hier. Habe ich die Attribute erhöht? Nein, habe ich nicht. Verdammt, wir haben echt schon heitere Fights hier. Was ich gesagt habe, sind Mutanten werden für mich die schwierigeren Gegner sein. Als alles andere Schrotsplitter werden wir hier austauschen. Mit. Was haben wir hier? Bis auf die Knochen, das sind Pestkugeln. Ich glaube, es zahlt sich nicht aus, wenn ich da. Gefriergeschütz, Rotsplitter, Gefrier, Festgeschütz, Pestkugeln, Alter. Ich hau mir eine Kälteexplosion rein. Oder nein, ich habe zu viel Pestgeschütz-Sachen. Was haben wir hier dann noch nicht? Das macht nicht viel Sinn, oder? Was da? Okay. Ja, besser wird's nicht. Und Controller disconnected.
Da wird es auch nicht besser mit dem Controller. Den hängt schon wieder aus. Triple? Ja, es gibt einen Triple. Sogar ein Vierfach. Gas, Gas. Vierfach Controller Disconnect. Fünffach. Sechsfach. Siebenfach. Achtfach. Nochmal? Nein? Beim Ladebildschirm schaffst du es? Ah, sieben da, neunfach, neunfach. Ich glaube, ich muss Kabel wechseln. Ja. Ich probiere den Fight nochmal. Sonst muss ich wirklich Kabel wechseln. Noch ein Schneesturm. Ja, neunfach, zehnfach, zehnfach. Okay. Mal verfehlt. Oh boy. Die zingeln mich auch. Ich werde nicht zurückgehen. Wenn ich viel Backtracking machen kann, wird das vielleicht dann doch noch was. Backtracking ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, ja, ja. Meine Geschütze sind weg. Komm back. Verdammte Fliegende, wie auch immer die heißen. Ja, die Waffe ist schon zu schwach. Jetzt schon werde ich noch upgraden probieren können. Level up. Ja, das nächste wahrscheinlich. Ich warte einfach eine bessere. Große Typ ist noch nicht da, das ist schon mal gut. Ja, die sind direkt neben mir schon. Ja, schaut euch diesen Schaden an. Ja. Krass. Jetzt kommt der große Typ. So weit wegtracken, wie es geht. Oh je, da. Schon viel zu viel Leben. Und kann geschützt werden. Macht was. Der Rest kommt schon. Rückzug, Rückzug. Oh boy. Brrr. Oh boy. Ja, ich darf nicht rausgehen. Aber so viel rein kann ich auch nicht mehr. Wo ist der Typ? Hinter mir, hinter mir. Ach du. Scheiße, Moskito auch noch. Oh, Gott sei Dank. Echt schon ein krasser Fight hier. Und der nächste Fight wird noch schwieriger. Das ist das Traurige. Wenn ich den überstehe, kann ich schon mal happy sein. Weil gute Loot habe ich gerade nicht bekommen. Nein. Blaue Sachen. Oh. Ja, der nächste Fight. Der wird mir das Genick brechen. Der war richtig zart. Richtig extrem schwierig. Vielleicht noch Chaospunkte. Und das wäre noch gut zu wissen. Chaospunkte, Chaospunkte, Chaospunkte. Einen. Boah, verdammt. Controller Disconnect. Oh, kein guter Start. Kein guter Start. Oh.
Und ich dachte, dass das leichter wird mit der niedrigeren Weltenstufe. Aber nein, nein, definitiv nicht. Verdammt, Controller. Lass mich den Geist aufgeben. Ja. Das Ding einfach weg. Gleich wegmachen. Okay, okay. Nicht so ein schlechter Start dann. Jetzt kommt hier noch einer. Solange die mit meinen Geschützen spielen. Oh boy, Vögel. Lande, du Bastard. Ja, tut er auch. Guter Vogel. Guter Vogel. Okay. Abstand halten, bitte. Abstand halten. Vogel down. I repeat, Vogel down. Der nächste hier. Ich hab noch Leben. Und festkugeln. Ob du Bastard. Bennett, ich hab keine Haare mehr. Mein Herz kräftig. Ah, jetzt sind die Haare wieder da. Was war das denn? Kugel ist down. Vogel ist gefrozen. Sehr gut. Ich hab einen Snapper drauf. Oh. Hey! Apokalypsen Rahn. Noch mehr eingefrorene Packs. Sehr schön, sehr schön. Und Aufstieg. Ich frage mich, ob August auf dem Weg hierher war. Drecksgutsachen. Er erwähnte mal ein. Ein paar Drecksgutsachen. Ja, gutes Deutsch. Ist hier eine Kiste auch? Nein, keine Kiste. Nur Drecksgutsachen. Ah, das ist was Gutes. Nee. Hellsehers. Die Maske des Hellsehers. War da noch eine Kiste? Das ist die große Frage. Ja, ich sehe dich. Come on, Goldlot. Die Hoffnung. Nein. Harvester. Schaut euch das an. Ah ja, ja, das ist definitiv den Austausch wert. Blutung, Frost, Fusionsexplosion. Na, verdammt. Falsch rum. So. Alles weg hier. Schauen, was wir hier bekommen haben. Okay. Sonst nichts Neues. Wie schießt das Ding? Langsam und dann schnell. Das ist gerade so genehmigt. Es hat viel Magazin. Das ist schon mal gut dann für unsere Kugeln, für unsere Bestkugeln. Okay. Wir sind im Heiligtum. Was geile Katzin. Oh. Ich bin bei den Koordinaten. Die Architektur sieht nach Pex aus, ja, aber Leute, der Schneesturm hat einfach aufgehört. Was redest du denn da? Der Sturm wird immer schlimmer. Ja, aber nicht hier drin. Er wird von einer Art Energiefeld aufgehalten. Faszinierend. Aber wie? Wie werden wir in der nächsten Folge herausfinden? Diese Folge ist vorbei, es war eine fette Fight-Folge, eine schwierige Fight-Folge. Aber ja, wir haben es weiter geschafft. Und dann gibt es mehr Story im nächsten Teil und mehr Wildnis und Tiere. Yay! Peace out!